Okay, da drunter ist auch nichts. Aber da können wir das sicher hier abbauen. Shit, ich muss irgendwas wegwerfen. Komm, die Kohle. So, das Lazuli aber auch. Das Goldohr nehmen wir natürlich auch mit. Und Leeisen. Leeisenhauer. Irgendwas, was wir noch stacken können hier drin. Ja, die schwarzen Diamanten, das Gold. Das Eisen und das Gold. Wunderbar. Hat das schon mal ganz gut geklappt hier. Trotzdem suchen wir immer noch den Ausgang. Verzweifelt. Immer noch falsch. Also ich habe zwar den Eingang quasi auf der Karte markiert, aber daraus kann ich keine richtigen Schlüsse ziehen, wo ich jetzt genau lang gekommen bin. Muss also quasi die Mine erstmal wieder finden. Und über die Mine finde ich dann natürlich dann auch den Ausgang. Ist ja ganz... Oh, Creeper in der Ecke da! Alter! Ist ja, denke ich mal, ganz logisch, dass ich dann darüber den Ausgang finden kann. Huch! Jetzt lass mich doch mal hier hochtauchen, schwimmen, wie auch immer. Achso, ich komme da gar nicht so hoch. Okay. Dann baue ich mich kurz hoch. Dann baue ich mir kurz eine Leiter da hoch. Ist ja auch nicht schlimm. So, von da kamen wir, glaube ich, ne? Genau, von hier kamen wir irgendwo. Nur weiß ich jetzt nicht genau von wo. Hier dann, glaube ich. Ne, die sind auf der rechten Seite. Die müssen auf der linken Wand von mir sein. Wo waren denn das? Wo war denn das? Ja, sag es mir doch mal. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Wie kamen wir denn zu der Mine, verflixt nochmal? Warte mal, da war der Kies. Da ist der Kies. Da ist der Kies. Ich glaube, darüber kamen wir dahin. Oder auch nicht. Denn so kamen wir wieder nur zu dem Spinnenspawner. Verdammt, ich renne hier gerade im Kreis. Hier war der Spinnenspawner. Ach, Mann. Ich renne hier voll im Kreis und finde den Ausgang nimmer. Ich finde ihn einfach nimmer wieder. Tja. Wenn ich ihn absolut nicht mehr finde, dann habe ich ein Problem. Wie sieht es da aus? Sind wir von hier zufällig gekommen? Ich meine, da waren ja auch noch die Bärenbüsche. Ja, nein. Fuck. Man muss ja eigentlich nur ein paar Etagen höher, sozusagen. In Anführungsstrichen nur. Ich bin verzweifelt gerade. Verzweifelt den Ausgang am Suchen. Verzweifelte Versuche nach dem Ausgang. So. Oh. Essen und Trinken wird knapp. Das sind unsere letzten 6 Flaschen, die wir haben. Und gut, Essen haben wir noch genug. Aber ich meinte jetzt auch den mit knapp werden, dass der Lebensbalken, der jeweilige Balken halt schrumpft. Kann man von hier? Da ist schon mal eine Spinne. Lotst sie uns in die richtige Richtung? Natürlich nicht. Scheiße. Halt die Klappe. Na danke. Mann, ich werde gemobbt von den Mobs. Mobs mobben mich. Und nicht nur das, die Höhle mobbt mich. Die Mobbinghöhle. Voll die Mobbinghöhle, Alter. Die Mobbinghöhle, ich glaube, so nenne ich sie.
Die Mobbing-Mühle. Mühle, genau. Höhle. Mit der Mobbing-Mine. Ich habe keine Ahnung, ey. Ich habe sowas von keine Ahnung. Und davon ganz schön viel gerade. So, da haben wir Gold gefunden. Dann wären wir fast runtergefallen. Dann sind wir hier runter. Dann waren wir hier irgendwie. Okay. Auch nicht. Kacke. Ah, jetzt riech mich so langsam echt auf. Ich muss mal eben... Wenn ich hier einigermaßen safe bin, muss ich mal eben einen Schluck trinken. Ah, tut das gut. So, wie kommen wir denn jetzt hier aus der Mobbing-Höhle raus? Ich gebe mein Bestes, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Sieht alles immer so verdammt gut aus und dann ist es das doch nicht. Hier waren wir, glaube ich, auch noch nicht. Oder doch, hier waren wir schon. Doch, das sieht gut aus. Das sieht verdammt gut aus. Ich sehe schon einen Minenschacht da. Ja, wir haben es gefunden. Der Schluck zu trinken hat geholfen. Oh, Gottes Willen. Um Gottes Willen. Wir haben es geschafft. Wir sind raus aus dieser vermaledeiten Höhle da unten. Von der Mobbing-Höhle. Ey, voll die Mobbing-Höhle. Wie ist das hier? Nichts Interessantes, okay. So, wir haben einiges an neuen Erzen gefunden, auch einiges an Lapis Lazuli, aber ich glaube nicht, dass das Lapis Lazuli auf lange Sicht gesehen reicht. Wir müssen definitiv noch mehr finden. Aber jetzt möchte ich gerade erstmal nach Hause finden. Alter! Da fällt die einfach von oben herab auf unser Haupt. Ich sehe dich. Du lauerst da hinten auf uns. Arschloch. So. Lass mich raus aus der Höhle. Beziehungsweise nicht aus der Höhle, aus der Mine. Lass mich raus. Lass mich einfach raus, lieber Klaus. Ich will hier weg. Und das sofort am besten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier ist auf jeden Fall schon mal eins dieser Wasseraufzüge, die wir, einer dieser Wasseraufzüge, die wir hatten. Hier sind noch ein paar Materialien. Das war aber nicht der zweite. Irgendwo hier müsste der zweite Aufzug auch sein. Mist. Jetzt bin ich da runtergefallen, das wollte ich natürlich nicht. Aus der Mine findet man sich, ehrlich gesagt, leichter raus als aus dieser Scheißhöhle. Jedenfalls meistens. Wenn man nicht hier auch an jedem Spinnennetz hängen bleiben würde, würde das auch ein bisschen einfacher noch gehen. Aber ja, gut. Aber naja. Und ihr zwei da hinten, habt ihr auch Spaß? Katsching! Katsching, 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 katsching! Kommen wir da vorne hin? Ganz viel XP. Ja, da kämen wir hin. Hier ist nichts, wie so oft. Und hier waren wir auch schon. Okay. Warum bin ich eigentlich diesen Gang dann noch nicht lang gegangen? Diesen hier.
Ist hier noch was Interessantes? Ich liebe die Musik. Ah, wir haben jetzt übrigens die Level für die Reparatur erreicht. Scheiß Creeper. Guten Tag. Was haben wir denn hier noch? Nur Kohle. Dann nehmen wir die Kohle immer mit. Beziehungsweise die Level, wenn wir die Kohle nicht einsammeln können. Ja, die können wir natürlich nicht einsammeln. War ja klar. Aber jetzt geht es. Wunderbar, haben wir kurz Platz geschafft. Oh, oh, noch 6 Flaschen zu trinken. Ich hoffe echt, das regnet jetzt bald mal wieder. In echt regnet ja im Moment ständig. Also das ist ja gar kein richtiges Sommerwetter mehr im Moment. Wobei, es ist ja auch noch nicht richtig Sommer. Es ist ja eher noch Frühling. Ich wollte sagen, was tropft denn da so Blaues runter, aber das war ja das Wasser hier. So. Wir schwimmen hier wieder eine Etage höher. Und hier vorne war irgendwo jetzt um die linke Kurve. Warte mal, was war das? Achso. Das war dasselbe Kupfergedönse. Kann man da... Dahinter ist auch noch was. Dahinter ist auch noch was. Aber es ist nicht der Weg, wo wir herkamen. Das sehe ich jetzt schon. Das ist wieder Kupfer. Das ist auch Kupfer, glaube ich. Was ist das? Kupfer, genau. Kupfer und das. Kupfer, auch Kupfer. Okay, war beides Kupfer. Nur in 2 verschiedenen Ausführungen. Aber ist egal. Ich weiß nur nicht, inwiefern relevant das ist für die Mods. Die verschiedene Ausführung. Ah, das ist wieder Petroleum, ne? Oder Petroleum oder whatever. Mist, wo kamen wir her? Hier kamen wir her. Hier kamen wir her. Wir haben den Weg gefunden. 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 Und sind gleich oben. Gott sei Dank, meine Lieben. War jetzt ja auch schon eine Weltreise für sich. Nur die Höhlentour. Die kleine vermaledeite Höhlentour. War echt jetzt ein Erlebnis für sich. So, jetzt muss ich aber eben mit den Fingern arbeiten, hier mit der Hand, mit der Handverkloppung. Aber Hauptsache, wir kommen nach oben. Gott sei Dank, wir sind oben, es ist Nacht. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, wenn wir zurücklaufen. Und wir werden Richtung Neue Stadt gehen, um die ganzen Sachen, die wir jetzt gefunden haben, da mal abzulegen. Oh Mann, 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 ein Hühnchen. Huch. So, fahren wir wieder runter, Tor. So, das Tor fährt runter. Wie von mir gewünscht. Wir gehen mal eben hier oben hin. Ist schon sehr nice gebaut, ne? Muss man mal so sagen. Muss man einfach mal so dem lassen, derjenige, der das hier entwickelt hat. Ist schon nice gebaut. So viele Gegner hier.